Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Blackguard. Ja, wir haben aufgehört hier, als die Wache uns aufgelauert ist und wir werden uns jetzt gegen diese Wache erwehren müssen. Unser Venter ist der schnellste von allen, er ist als erstes dran. Ich möchte aber nicht in den Feind hineinlaufen, deshalb warte ich hier und dem Zwerg geheiße ich genau das gleiche zu tun. Zwerg, noch nicht! Wir warten auf ihn. Und er kommt tatsächlich näher. Ja, wer lesen möchte, ihr wisst schon. Einmal Pause drücken. Gut, der Feind ist näher gerückt. Wir können jetzt in unserem Zug, das ist übrigens der Button, wer vor dem Button, also links von dem Button ist, der ist noch in dieser Runde dran. Der hinten dran ist, ist danach dran. Und die ursprüngliche Reihenfolge wird immer wieder eingenommen. Das heißt, wir waren Erster, dann kam der Zwerg dran, dann die Wache. Bedeutet, wenn wir jetzt unseren Zug machen und da vorne hinlaufen, würden wir als eigentlich... Also würden wir über diesen Knopf hinweghüpfen. Aber da wir schneller sind, also als von der Initiative immer schneller sind als die Wache, würden wir zwischen Knopf und Wache einsortiert werden. Ich beweise es euch, indem ich jetzt einfach mal hinter die Wache laufe. Im Runde die immer ganz gerne. Und hier mit dem Ringsystem kann ich dann jetzt zum Beispiel wählen, Runde beenden. Und schwupps steht der Knopf 4 und wir sind zwischen Wache und Knopf gelandet. Also in der nächsten Runde als erstes dran. Das gleiche können wir auch mit dem Zwerg machen. Den stellen wir hier vorne hin. So. Er beendet auch seine Runde. Ja, neue Runde beginnt. Der Knopf ist noch nicht da, weil noch keiner die Runde beendet oder abgeschlossen hat. Und deshalb wird der Venter jetzt einmal die Möglichkeit benutzen, aktiv zu werden. Er kann einen ganz normalen Angriff starten und ordentlich mal draufhauen. Ja, war nicht so toll. Ein Schadenspunkt. Das gleiche macht jetzt aber auch mal hier der Angroscho, also der Zwerg, wie sie sich nennen, die Zwerge. Kann auch einen normalen Angriff machen oder einen Wuchtschlag. Und ein Wuchtschlag, da steht schon gleich dabei, erhöht den Schaden um 5%. Und da steht die Chance, wie gut wir ihn treffen, 95%. Hier das gleiche, mehr geht nicht. Er ist so gut, dass er auch einen schwierigeren Schlag bei gleicher Prozentzahl landen kann. Normalerweise ist es so, wenn wir hier zum Beispiel 90% haben, haben wir hier 25% weniger, wären dann eben 65%. Und dann ist es halt eben eine Überlegung wert. Schlagen wir mit Wucht zu und treffen zu 65% oder schlagen wir einfach zu und treffen zu 95%? Muss man dann abwägen, was einem lieber ist. Ich nehme jetzt mal den Wuchtschlag. Dann sehen wir auch gleich einen Unterschied. 5 Schaden gegenüber... einem. Aber er trifft echt gut, der Wachmann. Deshalb gleich hinterher semmeln. Ah, wir werden auch besser. Und hier nochmal einen Wuchtschlag. Jawohl, mal ein ordentlicher Wert. 8 Schaden. Und schon ist die Wache besiegt. Wenn er auf dem Weg ins Totenreich nicht so viel schleppen muss. Hier sind die Schlüssel. Und? Wie lautet der Name nun? Der Name, nach dem die Brillennase dich gefragt hat. Du meinst Lysander? Die Brillennase. Vielleicht solltest du ihm einfach sagen, was du weißt. Tja, der Zwerg, der hat eine sehr praktische Sicht der Dinge. Der Feind ist tot und auf seinem Weg ins Totenreich braucht er sein ganzes Zeug nicht. Nehme ich mal mit. Finde ich gut, die Einstellung. So, wir können jetzt das fragen. Wie heißt du? Wie heißt du? Ich bin Naurim. Einfach Naurim? Kein Sohn des... Einfach Naurim. Er darf wohl nicht mit seinem Vater prahlen oder er möchte nicht mit seinem Vater prahlen. Denn als Sohn des, Naurim, das würde bedeuten, der ältere Naurim war schon irgendwer, glaube ich. Und wenn er Naurim ist, ist er entweder seiner Abstammung überdrüssig oder aber er hat sein Leben soweit schon gelebt, dass man sagt, oh, nicht so gut. Ich war ein Verbrecher und möchte nicht, oder meine Familie möchte nicht mehr, dass ich mich mit deren Namen
schmücke und dazu sortiere. So könnte ich mir das zumindest mal vorstellen. Aber egal, fragen wir nochmal mehr. Warum bist du hier? Warum bist du hier? Ich wollte euer Land vor dem Drachen beschützen. Bekämpfe Feuer mit Feuer, habe ich mir gedacht. Vor welchem Drachen? Der Drache. Der Goldene. Dessen Ränke uns alle verschlingen werden. Weil wir für den ewigen Kampf blind geworden sind. Ah. Ja, sehr philosophisch. Ich habe keine Ahnung, welchen Drachen er meint. Leider bin ich nicht sonderlich tief in die Materie von DSA eingetaucht und die Hintergrundgeschichten und die Mythen und so weiter. Deshalb kann ich euch da nicht wirklich hilfreich sein. Lass mich dir ein Geheimnis verraten. Freunde, ich liebe Geheimnisse. Aber ich wäre euch unendlich dankbar, wenn ihr mich ebenfalls befreien könntet. Ja, die erste Kampfsituation haben wir überstanden. Hier ist die Belohnung. Abenteuerpunkte, Geld und natürlich ein paar Wertgegenstände, die er dabei hatte. Schwert, schäbiger Gürtel, Heiltrank. Nehmen wir alles mit. Bitte schließt auf. Ich bin unschuldig. So unschuldig, wie ein Mann meines Alters nur sein kann. Und warum bist du dann eingesperrt? Warum bist du eingesperrt? Das wüsste ich auch gern. Ich bin Zauberer. Und aus Al-Anfa. Offenbar Gründe genug, mich als Spion zu brandmarken und einzukerkern. Mein Name ist Zurbaran. Aus dem Hause Florios. Al-Anfanern ist nicht zu trauen. Ich sage dir, der Drache hat ihn gesandt. Verdammt nochmal, welcher Drache? Aber gut, manche sagen, dass man auch Zwergen nicht trauen kann, Naurim. Also Vorsicht mit solchen Aussagen. Was hat dich hergeführt? Was führt einen Al-Anfaner ins Land seiner Feinde? Das Wetter, die Landschaft, Frauen. Frauen. Frauen finde ich gut. Wetter, Landschaft kann ich nicht viel zu sagen, aber Frauen, das ist ein Ansporn. Aber Naurim hat auch noch was zu sagen über einen Eisenkragen, den er trägt. Man sieht's hier. Warum trägst du diesen hässlichen Eisenkragen? Mir gefällt er auch nicht. Tja, ich persönlich weiß, warum er ihn trägt. Werden wir aber auch in Kürze rausfinden. Wir schließen mal die Zelle auf und nehmen ihn mit. Ich schließe auf, wir können Hilfe gebrauchen. Wundervoll. Jetzt muss ich nur noch diese Krause loswerden. Ja, wieder mal ein schöner Tipp. Schnell speichern, schnell laden. Ich hoffe, da müssen wir nicht allzu viel drauf zurückgreifen. Jetzt wurde auch ein Autosave durchgeführt, also auf den können wir sowieso immer zurückgreifen. Hier werden wir noch ein bisschen an der Hand geführt und gleich wird gesagt, geh doch mal dahin. Das machen wir dann auch. Kein Schlüssel passt. Und wir haben nichts, um das Schloss aufzubrechen. Ich dachte, wir Großlinge wissen nicht, wie man einen Angroscho einsperrt. Finde ich immer wieder gut. Ja. Die kleinen Zänkereien zwischen den Charakteren, die einprogrammiert sind, sind übrigens auch äußerst unterhaltsam und manchmal auch sehr hinweisreich. In diesem Fall zwar nicht, aber manchmal schon. So, wir werden uns jetzt einfach mal in den Wärterraum begeben, um entsprechende Schlüssel zu finden für diese Tür. Mal sehen, was dort passiert. Du redest nicht viel, nicht wahr? Meine Freunde sagen, ich rede zu viel. Die Zeiten sind wohl vorbei. Lasst uns sehen, ob wir irgendwo den Schlüssel für diese modische Verfehlung finden. Halt! Stehen bleiben! Der Kronleuchter! Schlagen wir das Seil durch! Tja, hier gibt es einen ganz dezenten Hinweis. Man kann auf dieses Seil draufsemmeln. Also auf verschiedene Gegenstände im Kampfgebiet kann man draufsammeln. Ich drehe mal ganz kurz die Map, die Karte so ein bisschen, damit wir mehr sehen. Naurim, unser armer verwundeter Naurim, ist auch der Erste, der dran ist. Und der kann dann gleich hier auf dieses Seil hauen. Was sein anfänglicher Plan ja wohl auch gleich war. Ja, nutze das Kampffeld. Das hat der Naurim mal extrem gut verstanden. Mit den anderen beiden warte ich mal noch auf eine Gelegenheit, den Wachmann niederzuringen. So, ab mit dir, Naurim.
Ja, leider kann Norum nichts mehr machen. Und unser guter Venta in dem Moment auch nicht. Er kann sich jetzt dazustellen und frohlocken und hoffen, dass er dann gleich nochmal die Gelegenheit bekommt. Ja, Warteoption. Und so nutze ich ja schon alles. Deshalb können wir das Ganze auch etwas vorantreiben und überspringen. Und wenn ihr es lesen wollt, kurz mal die Pause drücken. Kennt ihr ja bereits. So, den Wachmann aufhalten. Naurim, du hast die größtmögliche Chance, das zu machen. Also, hier sieht man den Unterschied. 95% mit Wuchtschlag nur noch 90%. Macht da keinen Unterschied. Also nehmen wir die 90%. Das ist nicht so viel. Und machen dafür möglichst viel Schaden. Unser Zurbaran, da er noch die Halskrause trägt und nicht zaubern kann, und boxt jetzt auch mal ein bisschen gegen diesen Wachmann. Und unser Venta versucht das Gleiche. Er hat natürlich eine Fackel in der Hand, das macht viel mehr Sinn. Ah, der arme Naurim, der kriegt es aber auch immer ab. Versuch's nochmal, Naurim. Sehr schick. Zurbi. Zurbaran. Jawohl. Und Venta darf jetzt auch nochmal ganz gewöhnlich zuschlagen. Taktischer wird das Ganze erst, wenn man auch ein paar mehr Fähigkeiten hat und, naja, ihr wisst schon, Ausrüstungsgegenstände, die man einsetzen kann. Alles, was irgendwie mehr Einfluss hat auf das Kampfgeschehen, wird das Ganze auch viel spannender machen. Jetzt ist es erstmal das Kennenlernen. Und wir werden natürlich alles plündern, was wir hier kriegen können. Das Geld nehmen wir grundsätzlich mit, Abenteuerpunkte natürlich auch. Aber hier die Gegenstände, die können wir dann gezielt auch da lassen. Wir werden aber immer versuchen, alles mitzunehmen, denn alles, was wir nicht brauchen, können wir dann vielleicht irgendwo verkaufen. Der Schlüssel für die Tür. Und der für meinen Eisenkragen. Ausgezeichnet. Ich dachte schon, ich würde nie wieder zaubern können. Ja, das war der Hinweis. Der Eisenkragen oder Eisen hindert Zauberer daran zu zaubern. Zumindest in der DSA-Welt. Willst du also, dass ein Zauberer nicht mehr zaubert, gib ihm irgendwas mit Eisen und schon ist er lahmgelegt. Ja, wer das hier noch lesen möchte, ihr habt die Zeit gehabt. Es geht weiter. Wir wollen dorthin, werden aber dieses Feld hier mal passieren. Das heißt, wir werden genau in diesem Feld aufgehalten werden, ob wir wollen oder nicht. Also wenn wir jetzt dahin klicken, werden wir auch hier gestoppt werden. Deshalb kann ich auch gleich hier hinklicken. Noch mehr Wachen. Das war's dann wohl. Wartet, ich weiß, wie ich sie aufhalte. Wenigstens für eine Weile. Ja, und das ist es, was wir tun wollen. Den Feind für eine Weile aufhalten. Wer die Bilderbewegung hier jetzt mal mitkriegt, der kann das natürlich ganz klar nachvollziehen, was wir hier machen müssten. Ein Zauber sprechen. Und wenn man den Text dazu liest, ist es sowieso klar. Also, wie sprechen wir einen Zauber? Wir wählen erstmal das Kreissymbol hier, also diesen Ring. Hier können wir Angriffszauber wählen, die wollen wir nicht. Hier können wir den gewünschten Zauber wählen, nämlich die Arkane Wand. Die wählen wir auf Stufe 2 und legen sie hier vorne hin und markieren beide Felder. Die Zellen! Öffnet die Zellentüren! Ich hätte mal einen guten Einfall hier als Venta. Wir können jetzt nämlich hier hinten diese Schalter drücken. Und daraufhin würden wir die Gefangenen freilassen. Und wenn wir das machen, würden wir Unruhe stiften. Das mache ich dann auch gleich mal. So als erster. Unser Naurim nimmt vorne den Schalter in Angriff. Und die beiden bösen Wachen, die hier stehen, die kommen nicht durch, weil diese Wand ungefähr 4 Runden halten wird. Und das ist in diesem Fall auch ganz gut so. Denn unser Zurbi wird sich jetzt hier vorne hin bewegen und einen Heilzauber sprechen auf unseren Naurim. Weil ich nicht mag, dass der Naurim verwundet ist, deshalb mache ich das. Ich drehe noch mal ein bisschen die Karte, stelle mich schon mal hier vorne hin.
mich jetzt, wo ich um die Tür rum bin, kann ich auch den Schalter sehen und klick. Der dritte Gefangene ist jetzt auch schon frei und wartet darauf, dass er aktiv werden kann. Nauri macht hier auch den zweiten Schalter für auf seiner Seite auf und wir haben den vierten freien Gefangenen. Die Wachen werden nervös. Oh, und den Zauberer, dem gönne ich nochmal die Möglichkeit, hier einen Heilspruch auf den Naurim zu zaubern. Nächstes Mal. Ja, das passiert, wenn man den Zauber nicht gut genug gelernt hat. Er geht schief. Das möchte ich aber nicht. Ich möchte eher, dass der Zauber funktioniert. Deshalb warte ich hier nochmal. Ja, ein Punkt regeneriert unser Zauberer an Mana. Das ist schon mal eine wichtige Information. Er kann also nicht unentwegt zaubern. Er hat eine Mana-Begrenzung. Und er kann sich aber, wenn das Mana weg ist, kann er sich dann über die Zeit retten und sagen, irgendwann habe ich wieder genug, um einen neuen Zauber zu sprechen. Und genau darum geht's. Aber wir warten jetzt ein bisschen ab, dass er wohl... Ach, die paar Punkte, darauf kommt es jetzt nicht an. Dann ziehen wir einfach am letzten Schalter. Genug Chaos, verschwenden wir. Und gewinnen auch dieses Szenario. Das war einfach. Und? Wie lautet der Name nun? Der Name, nachdem die Bernsteinbrille dich gefragt hat. Die Bernsteinbrille war mein Freund Lysander. Bei den Zwergen trinken Freunde miteinander, statt sich zu foltern. Jedem das Seine. Warum hat man dich eingesperrt? Ja, den anderen Kampf, den letzten, hätten wir auch durch Verprügeln der Wachen gewinnen können. Die Belohnung wäre gleich geblieben. So, aber zu der Frage von Zuberan. Warum hat man mich eingesperrt? Sagen wir die Wahrheit oder weichen wir aus? Ich kenne die beiden eigentlich gar nicht so richtig. Also ich tendiere zum Ausweichen und sage Folgendes. Das ist eine lange Geschichte und ich habe das Ende nicht verstanden. Du hast jemanden getötet, richtig? Eine Frau. Ich weiß es nicht. Und was hat es nun mit diesem Namen auf sich? Ich weiß es nicht. Mir scheint, du weißt überhaupt nicht viel. Ja, da könnte Naurim recht haben. Wir wissen wirklich nicht sonderlich viel. Lanz ist Sitz des Grafen Urias, 5 Wochen vor... Nimm schon das verfluchte Holzschwert. Warum duellieren wir uns noch? Ist das denn wichtig? Ich glaube, du hast Elanor beleidigt. Das ist nicht wahr. Wir waren betrunken. Ich weiß aber, dass ich dich zum Duell gefordert habe. Oder du mich? Seid nicht albern. Lass sie doch. Ich will sie kämpfen sehen. Bis zum 5. Treffer. Tja, wir haben die Wahl, kämpfen oder nicht. Da wir aber ein gestandener Krieger sind, nehmen wir natürlich an. Gut, bis zum 5. Schlag. Na endlich! So, hier gibt es natürlich einen Hinweis. Diese Pfütze ist rutschig. Wer keinen besonders hohen Wert hat, zum Widerstehen von Niederwerfen und so Sachen, der könnte hier tatsächlich fallen. Ja. Das bedeutet, wir werden uns kurzerhand mal positionieren. Mich bis hierher bewegen. Und hier mal meine Runde beenden. Ja, der Narr läuft direkt in die Pfütze und schon sieht er, was er davon hat. Ich warte dann mal, bis er hierher kommt. So, ich einmal kurz abwarten noch. So, er fällt jedes Mal, wenn er da reinläuft. Das nur so als Hinweis. Man kann das also jetzt extrem gut ausnutzen. Wenn er liegt, trifft man besser. In diesem Fall zu 100%. Und dann hauen wir auch ordentlich drauf. Erstmal die Runde, als wir abgewartet haben. Und dann, da wir die zweite Runde wiederum selber einleiten, können wir angreifen. Er muss erst aufstehen. Und dann bewegen wir uns doch erstmal weg. Warten ab, was er tut.
Naja, jedenfalls. Und dann gehen wir zu ihm zurück. Können jetzt leider nicht auf ihn wirken, werden wir in die nächste Runde hineinwarten. Und einmal draufhauen. Jetzt haben wir schon 3 Treffer geschafft. Kann ja nicht mehr so viel kommen. So, gerade die Linie wird wahrscheinlich hier hintreten. Abwarten. Jawohl. So, leider können wir diesmal wieder nicht eine draufsemmeln. Aber jetzt. Einmal verprügeln. Das müsste der 4. Treffer gewesen sein. Wir können jetzt einfach mal einen Glücksschlag versuchen und ihn zu 70% treffen. Oder wir gehen auf Nummer sicher. Warten ab. Oh, das war nicht so gut. Na gut, dann nehme ich den Glücksschlag. Verflucht! Und wessen Ehre ist jetzt wiederhergestellt? Was weiß ich. Komm, Eleanor, wir bereiten das Lamm vor. Ja, wir scheinen eine eingeschworene Clique zu sein. Benta. Wie habe ich das alles hier vermisst? Du siehst heldenhaft Aurelia. Aus. Ich bin beeindruckt. Ein Held? Das ist das Letzte, was ich sein will. Gut so. Dann lass uns etwas Böses tun. Wie früher. Der alte Eukaldiki hat keine Zähne mehr. Das müssen wir ausnutzen. Du bist wirklich unverbesserlich. Warst du schon bei Urias? Er will mit dir sprechen. Ach, der Graf kann warten. Ich bewege mich nicht in der Mittagssonne. Gesunde Einstellung. Langsam. Aurelia? Wer ist Aurelia? Du machst mich neugierig. Nein, genug geredet. Ich gehe zurück nach Neta. Ich muss herausfinden, was passiert ist. Aber ich erwarte nicht, dass ihr mich begleitet. Warum nicht? Ich wollte schon immer mal die Brücke der heiligen Talionmel sehen. Dann ist ja alles geklärt. Auf geht's. Tja, wie gesagt, eine eingeschworene Gruppe. Der Venta, der Lysander, die Aurelia und natürlich auch die Eleanor. Viel miteinander zu tun gehabt und so weiter. Ja, wir können jetzt wieder zurückreisen auf der Weltkarte. Das ist die Weltkarte. Schön groß, viele Städte schon zu sehen. Engvilla und Vineb und Morbal. Und wie sie alle heißen. Aber wir müssen als erstes nach Neta. Und da wollen wir auch gleich hinreisen. Geht immer schön zügig. Das ist also kein Kriterium. Lange Wege reisen und sowas. Städte. Hier gibt's Heiler, Wirte und natürlich Schmiede. Und wer auch immer du nochmal warst. Schauen wir doch mal an, wer der nette Lehrer Drego ist. Ah, ein alter Schüler. Sieht nicht so aus, als wäre was Nützliches aus dir geworden. Kein Wunder. Du warst schon immer ein Nichtsnutz. Dachtest wohl, die Götter hätten dich gesegnet. Aber es kommt eben nicht darauf an, wie schön du bist oder wie stark oder wie gewandt. An deinen Talenten musst du arbeiten. Schleifen, schleifen, schleifen. Jeden verfluchten Tag. Das ist interessant. Er hat genau die Attribute rausgeholt, ausgewählt, die wir auf 14 gesteigert haben. Schönheit, also Charisma, Stärke und Gewandtheit, jeweils auf 14. Fand ich jetzt mal bemerkenswert. Ob das jetzt Absicht war oder ob er die immer nennt, habe ich jetzt gar nicht so im Kopf. Egal, weiter zuhören, was der nette Meister uns zu sagen hat. Sicher stolperst du auch immer noch unvorbereitet in jedes Duell. Wie oft habe ich dir gesagt, du sollst dir einen besseren Gürtel zulegen? Willst du Tränke und Wundbinden im Gefecht erst aus dem Rucksack hervorkramen? Gürtel sind wichtig. Aha. Guter Hinweis, Gürtel sind wichtig. Sollte man anlegen. Tja, und jetzt treibst du dich mit so einem südländischen Scharlatan herum. Zobaran aus dem Hause Florios. Beim Zaubern mag das ja anders sein, Signore. Feuerzauber zum Beispiel. Dazu braucht es Mut. Aber das ist eben nicht alles. Man muss studieren, studieren, studieren. Jeden einzelnen Spruch. Ein wichtiger Tipp. Er kann Feuerzauber, das haben wir vorhin kurz gesehen.
Also wir haben es nicht ausprobiert, aber in seinem Zauberinventar haben wir, also Zauber, in seiner Zauberliste haben wir Angriffszauber gesehen. Ignifaxius ist ein Feuerstrahl. Und Feuerball kann er, glaube ich, auch. Sind also... Er gibt also Tipps zum Zauberern und seinen Fähigkeiten. Man müsste ihn in Mut vielleicht nochmal steigern, dass er besser zaubert. Feuerzauber werden ohnehin überschätzt. Aber die Leute wollen heute immer den leichten Weg gehen. Brachiale Gewalt. Von den subtilen Feinheiten unserer Kunst will niemand mehr etwas wissen. Ja, das ist auch ein Tipp. Man kann es natürlich mit brachialem Draufsemmeln ganz gut schaffen, aber manchmal hat man mehr Effekt, wie man auch gesehen hatte. Man hackt einfach ein Seil durch und nutzt das Gelände mehr aus oder man kombiniert entsprechende Fähigkeiten miteinander, um entsprechend mehr Erfolg zu haben. Was hat er denn noch so Schönes zu berichten? Gewiss. Manche Zauber setzen auch körperliche Kraft voraus. Wie der Corpo Fesso. Aber in der Regel zählen die inneren Werte. Intelligenz, Ausstrahlung, Tapferkeit. Ja, ganz wichtiger Hinweis. Um ein guter Zauberer zu werden, braucht man Charisma, Intelligenz, also Klugheit und natürlich Mut. Und dieses Männlein? Grobschlächtig wie ein Schlachter. Wie? Ein klobiges Beil kann er vermutlich schwingen, aber wie sieht es mit einem Bogen aus? Jede Waffenart braucht Übung. Ja, das ist harte Arbeit. Sehr harte Arbeit. Ja, man muss entsprechende Fähigkeiten haben, um eine Waffe bedienen zu können, sonst wird's schwierig. Das ist die Quintessenz aus seiner Aussage. Weißt du wenigstens noch, was ich dich über Verteidigung gelehrt habe? Nein. Stehst du mehreren Gegnern gegenüber, kannst du nur den ersten abwehren. Also zählt was, um den weiteren Schlägen auszuweichen? Beinarbeit. Natürlich hast du das alles vergessen. Ja, parieren, erster Schlag, alles andere muss man über Ausweichen und Rüstung abwehren. Na, meine Warnungen sind in den Wind gesprochen. Geh und finde das Ende, das du verdienst. Ja, nicht ganz in den Wind gesprochen, ich hab dich schon verstanden. Gut, sprechen wir mit der Wirtin Misanti. Wir werden ja quasi von dem Pfeil dazu genötigt, gehört zu unserer Quest. Machen wir dann auch gleich. Aha. Heute gar nicht gut gelaunt? Heute nicht, Donna Misanti. Schwierigkeiten? Du weißt ja, hier ist immer ein Bett für dich frei. Für einen Silbertaler. Ja, was gibt's denn so an Neuigkeiten? Irgendwelche Neuigkeiten? Das kann man sagen. Graf Urias Tochter ist tot. Ermordet. Das schöne Mädchen. Warte, kanntest du sie nicht näher? Puh, schwierig. Ja oder nein? Ja, eigentlich kannten wir sie schon näher, aber nein, sollen wir es denn wirklich sagen? Nehmen wir mal ja, wahrscheinlich gehört die irgendwie so am Rande schon dazu, zu den bekannten Personen, mit denen er zu tun hat. Und sie weiß es doch eh. Also ich nehme mal ja. Ja, ich kannte sie. Kein Wunder, dass dein Gesicht aussieht wie 3 Tage Regen. Übermorgen wird der Mörder aufgeknüpft. Raius, verfluche ihn. Prinzessin Elanor war immer gut zu uns allen. Ja, ich hoffe, dass er nicht aufgeknüpft wird, weil sonst habe ich ein Problem. Was weißt du über Lysander? Wisst ihr irgendetwas über Lysander? Den Alchemistensohn? Es heißt, er hat gestern ein Schiff nach Süden genommen. Nach Mengvilla, glaube ich. Kein Wunder, dass er von hier fort wollte. Er stand Prinzessin Elanor sehr nahe, nicht wahr? Vermutlich. Also, was ist? Wir müssen nach Mengvilla. Tja, das könnte ein längerer Weg werden. Wir haben ja ganz schön viele Dörfer dazwischen gesehen und Städte. Was wisst ihr über Graf Urias, den Vater von Elanor? Wo ist Graf Urias? Verschwunden. Niemand weiß wohin. Nicht einmal zur Grablegung seiner Tochter ist er geblieben. Okay. Wir könnten übernachten, will ich aber nicht, brauchen wir nämlich noch nicht, deshalb Ende des Gesprächs. Bis irgendwann, Donna Misanti. Travia mit dir. Vielleicht sollten wir uns erst ausrüsten. Ich könnte auch etwas zu trinken vertragen. Ja, das ist eigentlich mal ein guter Vorschlag. Wir sollten uns vielleicht mal ausrüsten und ja, da muss ich jetzt erstmal durch. Waffen, Rüstungen,
Waffensets. Gürtel. Und Traglast und Behinderung. Sollte man alles schön im Auge behalten, wenn man sich denn da selber ausrüstet. Und mit unserem Wendler haben wir dann mal die Möglichkeit, uns ein wenig auszurüsten. Er kriegt mal Schuhe, er kriegt auch den ersten Gürtel. Dazu kriegt er einen Heiltrank. Und weil wir es uns erlauben können, er kriegt nochmal so einen Knüppel dazu, also in diesem Fall eine weite Fackel. Ja. Naurim, du kriegst ein Schild. Ich weiß nicht, wie gut du damit bist, aber du kriegst auf jeden Fall so ein Ding. Und Rüstung darfst du jetzt auch mal tragen. Ein Gürtel habe ich keine mehr, sonst würdest du auch noch einen Gürtel kriegen. Und unser Zurbaran, der Zauberer, der kriegt auch nur Rüstung und so weiter. Mit dem Schwert kann er eh nicht umgehen. Weiß nicht, ob er das Ding überhaupt tragen könnte. Aber kann schon. Aber er kann es nicht wirklich effektiv benutzen. Ich glaube, der boxt stärker mit der Hand zu oder sicherer mit der Hand zu, als dass er mit dem Schwert herumfuchtelt. Von daher bleibt der ganze andere Kram erstmal im Inventar. So, sehr schön. Wunderbar, es sind sogar alle Trefferpunkte und Astralenergiepunkte zurückgewonnen worden. Dann hätte ich mir ja den ganzen Aufwand sparen können mit dem Naurim heilen. Aber gut, gehen wir doch mal zum Händler. Alricio! Du? Solltest du nicht längst am Galgen hängen? Ich konnte fliehen, ich wurde freigesprochen. gut, nehmen wir mal die wortgewandte Wahl. Ich wurde freigesprochen. Man hat erkannt, dass ich unschuldig bin. Tatsächlich. Wer hat die Prinzessin dann umgebracht? Das muss ich herausfinden. Wo ist Aurelia? Ist sie in Neta? Nein, Horatio sagt, sie ist verschwunden. Und die Prinzessin? Sie wurde bereits in die Gruft der Kalamals gebracht. Die Geweihten hatten einige Mühe, ihren Körper wieder herzurichten, heißt es. Noch was? Können wir bei dir Ausrüstung kaufen? Ich brauche Ausrüstung. Ja, hier das Händlerleben. Die überspringe ich auch mal. So, wir haben keinen, der mit Bogen und Pfeil umgehen kann. Deshalb kann ich Bogen und Pfeil sowie dieses alte rostige Schwert verkaufen. Mache das gleiche mit diesen Beindingen. So, und siehe da, unsere Traglast ist jetzt auf 28 von 76. Das heißt, wir können 76 Einheiten, was auch immer, tragen. Haben uns schon 28 aufgeladen, worunter das Proviant fällt und die Ausrüstung, die wir am Leibe tragen. Ja, mehr können wir nicht machen. Wir könnten noch gucken, was er zu verkaufen hat. Jagdmesser, also Dolche, alles Dolchwaffen. Bogen, nicht so interessant. Stiefel, Hüte, Bärenfallen. Schäbiger Gürtel, aber... Das schäbige Gürtel ist mir mit 5 Dukaten zu teuer. 5 Dukaten für den Gürtel, da ist ja fast unser ganzes Geld weg. Da will ich doch erstmal lieber sparen. Wir gehen zum Friedhof. Guter Plan. Schaufeln wir uns vorsorglich ein Grab. Ach, der Zuberan ist so motivierend. So, hier wird dann noch gleich mal darauf hingewiesen, dass wir Abenteuerpunkte haben, die wir doch für Verbesserungen ausgeben können. Das schauen wir uns auch gleich mal an, auf dem Charakterbogen. Ja, wenn wir einen Charakterbogen haben, werden wir auch gleich mal darauf hingewiesen, wie es mit dem Charakterbogen weitergeht. Ihr wisst ja, wenn ihr was lesen wollt, kurz Pause drücken. Ich versuche euch immer genug Zeit zu lassen, dass man auch den Pausenknopf rechtzeitig erwischt. Wahrscheinlich aber nicht genug Zeit, um das jetzt gleich on the fly mitzulesen. Wird den wenigsten gelingen. So, ich hoffe, ihr seid informiert. Gut, wir sind jetzt bei unserem Zuberan. Der hat die Fähigkeit Astrale Regeneration. Bedeutet, er kriegt jede Runde einen Punkt dazu und kann auf
etwas erhöhte Distanzen zaubern. Hat folgende Zauber im Sortiment: Ignifaxius, den Feuerball hier, Balsam Salamunde, das ist zum Wundheilen, Armatrutz ist zum Schutz, erhöht den Schutzwert, und Corpo Feso, Gliederschmerzen ist zum, ja, wofür ist überhaupt, dafür da den Gegner, es kostet den Gegner Attribute, Körperkraft, Gewandtheit, weil sich vor Schmerzen zerreißt innerlich. Und je höher der Grad ist, also wenn wir die Fertigkeit auf 13 hochsteigern könnten, können wir den dritten Grad-Zauber, also den Zauber in dritter Stufe wirken, und dann würden die Auswirkungen noch gleich viel schlimmer werden. Also sind schon ganz interessante Sachen dabei. Ich persönlich tendiere aber dazu, wenn wir was steigern, entweder seine Talente. Er ist auch einer, der Wunden abwehren kann, und er kann Fallen entdecken. Sollten wir vielleicht mal abstimmen mit den Leuten. Bessere Fallen entdecken kann natürlich unser Naurim, sehe ich gerade. Er fällt weniger oft hin. Und er kann Heilung sowie Kriegskunst. Okay, das ist gut. Fangen wir doch einfach mal an mit unserem Zuberan. Den hätte ich ganz gerne im Zaubern besser. Heilzauber sind wichtig. Und je schneller wir auf Stufe 2 kommen bei Heilzaubern, umso schneller können wir höhere Lebenspunkte wiederherstellen. Und ansonsten, ja, das wollen wir so speichern. Ansonsten versuchen wir hier auf Astralenergie zu gehen. Je mehr Astralenergie er hat, umso mehr Zauber kann er sprechen. Bei unserem Naurim hätte ich ganz gerne, dass er seine Talente schult. Und die Waffe natürlich. Also als allererstes die Waffe. Was kann er? Hiebwaffe, den hätte ich ganz gerne etwas aggressiver. Und je schneller seine Hiebwaffe beherrscht wie ein Profi, umso besser. Ja, das war es auch schon wieder für Naurim. Und der arme Venter, der hat natürlich jetzt ein Riesenproblem. Er hat viel zu lernen. Hiebwaffen, Fechtwaffen, bei den Talenten müsste er sich auch mal wieder steigern. Gassenwissen hochpushen oder so, das wäre eigentlich auch nicht verkehrt, wenn er das jetzt besser könnte. Würden wir aber jetzt im Moment, glaube ich, keinen größeren Wert erreichen. Also 13 schaffen wir nicht. Ja, wir würden hier bei 10 hängen bleiben. Das wäre eigentlich vergebene Liebesmühe. Dann vielleicht bei den Waffen. Ja, ist okay. Bei den Waffen würden wir auch nicht so viel bewegen. Die kosten nämlich ähnlich viel. Also die Steigerungen davon. Aber ich könnte eigentlich einfach mal anfangen, beide zu steigern, und 80 Punkte diesen Rest. Die verliere ich ja nicht, das ist das Gute daran. Wenn wir noch ein paar Punkte dazu kriegen, können wir uns hier im Gassenwissen auch noch ein bisschen hochpushen. Das wird schön. So, und bevor wir uns jetzt in den Friedhof, begeben, würde ich sagen, machen wir ein kleines Päuschen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, gute Nacht da draußen. Was immer ihr sein mögt.